Seit über 20 Jahren gibt es die Rosenheim Cops. Aktuell werden wieder neue Folgen für die Rosenheim Cops produziert. Gedreht wird in der Innenstadt, in der sich auch die Schauspieler äußerst wohlfühlen. Erstens ist es eine wunderschöne Stadt und zweitens dank diesem hervorragenden Bürgermeister, der uns ja unterstützt mit den Drehorten und sowas. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir machen Rosenheim bekannt und die helfen uns, wo es geht. Und Rosenheim, also ich bin narrisch gern da. Ich spiele schon lange mit den Riederinger Musikantentheater und bin mit der Gegend nicht ganz unvertraut. Sehr schön. Das kann ich nur kärntnerisch sagen. Ich fühle mich wieder heim da. Also ich fühle mich wirklich sehr wohl in Rosenheim. Anders als in der Serie ist die Polizeistation in Wirklichkeit das Rosenheimer Rathaus. Vor kurzem wurde eine besondere Folge vor dem Rosenheimer Rathaus gedreht, in der ein Konflikt zwischen Kommissar Stadler und seinem Vorgesetzten Herrn Achtziger entsteht. Der Auslöser? Ein Fass Bier. Die Folge heißt Stadler allein zu Haus. Das heißt, Frau Hofer ist das erste Mal in Urlaub gefahren und der Stadler muss halt jetzt auf den Hof aufpassen, Blumen gießen etc. Und wie es der Zufall haben will, rufen seine Freunde da, dass sie in Rosenheim sind, also zufällig auf Durchreise. Und sie dann mit ihm gern grillen. Sie besorgen im Prinzip alles, was man zum Grillen braucht und ihm seine Aufgabe ist, dass er das Bier auftreibt. Und jetzt ist das natürlich ewig hin und her gegangen, weil zur Grillsaison Fassbier in einem Getränkemarkt gibt es schwer. Er hat ein Fass aufgetrieben über den Moor und das landet irgendwann dann im Polizeiauto, was natürlich vom 80er entdeckt wird und dann gibt es natürlich da so einen Konflikt draus. Der Humor der allseits beliebten Serie geht auch nach 20 Jahren Drehzeit nicht verloren und der oberbayerische Charme wird durch die Handlung und Schauspieler weiter transportiert. Das aber in einer Serie, die mittlerweile mehr als 2 Jahrzehnte überdauert, auch mit der Zeit gegangen werden muss, ist völlig klar. Die Digitalisierung wie auch die Modernisierung schreitet voran. Und auch bei den Rosenheim Cops ist über die Jahre diesbezüglich ein Wandel zu erkennen. Ich finde es wunderbar, was unser Produzent immer wieder für neue Figuren entwickeln lässt und einbaut. Und dass es jüngere Kommissare gibt, ist, finde ich, mit den Älteren zusammen auch super, weil es zeitgemäß ist. Ich glaube, da profitieren beide Seiten davon. Ein Wandel, der natürlich auch durch personelle Veränderung einhergeht. Schon bald wird es ein neues Gesicht bei den Rosenheim Cops geben. Rosenheim Cop Urgestein, Schauspieler Max Müller, stellt Sefta Polat als neue Pathologin vor. Meine Damen und Herren, und jetzt möchte ich Ihnen ein neues Gesicht bei den Rosenheim Cops vorstellen. Sie spielt unsere Pathologin seit einigen Monaten schon. Die erste Folge von ihr ist leider noch nicht gesendet worden, aber das kommt sehr bald. Meine Damen und Herren, Sefta Polat. Dankeschön. Ich glaube, das war die schönste Einführung, die ich jemals bekommen habe. Die Rosenheim Cops drehen wieder und zaubern ihren Fans und jahrelangen Begleitern aus ganz Deutschland ein Lächeln aufs Gesicht. Und das mitten in Rosenheim.